Das Ziel dieser Übung ist eine Kräftigung der Bauchmuskulatur. Begeben Sie sich in die Rückenlage. Die Beine werden dabei hüftbreit aufgestellt. Die Arme liegen gestreckt neben dem Körper. Ziehen Sie den Bauchnabel zur Wirbelsäule und heben Sie dabei Kopf, Arme und Oberkörper etwas an. Dabei sollte die Lendenwirbelsäule den Kontakt zur Matte behalten. Wir empfehlen 10 Wiederholungen in 3 Serien. Zur Kräftigung der schrägen Bauchmuskulatur heben Sie ein Bein an, in einem 90-Grad-Winkel von Hüft- und Kniegelenk. Die diagonale Hand drückt gegen den Oberschenkel, der Bauch ist angespannt und der Kopf ist leicht angehoben. Mit der anderen Seite wiederholen. Eine weitere Variationsmöglichkeit der Bauchmuskelkräftigung ist, wenn Sie beide Beine anheben und in einem 90-Grad-Winkel von Hüft- und Kniegelenk bringen. Der Rücken hat Mattenkontakt und der Bauchnabel wird zur Wirbelsäule gezogen. Mit beiden Händen gegen die feststehenden Oberschenkel drücken, der Kopf kann leicht mit angehoben werden. Wir empfehlen 10 Wiederholungen, bis zu 3 Serien sind möglich. Eine dritte Möglichkeit der Bauchmuskelkräftigung: aus der Rückenlage beide Beine und Arme zur Decke strecken. Den Bauchnabel zur Wirbelsäule ziehen. Der Kopf kann leicht angehoben werden. Bewegen Sie langsam und erst im kleinen Bewegungsausmaß im Wechsel die Beine und Arme diagonal vor und zurück. Achten Sie darauf, dass die Lendenwirbelsäule die ganze Zeit festen Kontakt zur Matte behält. Mit ein wenig Übung können Sie das Bewegungsausmaß der Arme- und Beinbewegungen vergrößern. Wir empfehlen 10 Wiederholungen pro Seite, bis zu 3 Serien sind möglich.